In den meisten Regionen der Welt ist der Kundengeschmack anders als in Europa. Das heißt, Limousinen sind deutlich stärker gefragt als Kombis. Kia bietet nun sein stärkstes Modell, den Kia Optima Sportswagen, als Kombi an. Was bedeutet, dass den Koreanern der europäische Markt sehr wichtig ist. Kein Zweifel, seit der ehemalige Audi-Designer Peter Schreier bei Kia die Designrichtung vorgibt, hat die Marke einen atemberaubenden Wandel hingelegt. Die Autos haben Wiedererkennungswert und Charakter und verkaufen sich sehr gut. Die Kombi-Variante des Kia Optima errang im vergangenen Jahr sogar einige Auszeichnungen und wird nun auch noch sportlicher. Als GT-Line zumindest optisch. Wir fuhren den 4,86 Meter langen Kombi als GT-Sondermodell und, das kann schon vorweg verraten werden, waren überrascht, dass dieses erste Kia-Modell in dieser Klasse schon diese hohe Reife besitzt. Elegant geschnitten und mit sehr geschickter Raumaufteilung präsentiert sich die Karosserie des Optima Sportswagen. Bis zur B-Säule ist diese identisch mit der Optima-Limousine. Wir fuhren die Optima GT-Line, welche an den 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit 235, 45 Reifen sowie einen Dachkantenspoiler zu erkennen ist. Weitere Merkmale der GT-Line sind das automatische Einparksystem, eine elektrische Heckklappe, Navigations- und Soundsystem, LED-Scheinwerfer, dynamisches Kurvenlicht und Fernhalteassistent, Sportsitze vorne und eine Scheinwerferreinigungsanlage. Ferner kommt ein Sport-Heckstoßfänger mit integriertem Diffusor sowie ovalen Auspuff-Endrohren links und rechts zum Einsatz. Aber dies ist wohlgemerkt die GT-Line, die GT-Linie, nicht die GT-Version des Optima. Wie bei anderen Herstellern auch, kann bei Kia die Optik des Topmodells erworben werden, ohne dessen Fahrleistungen. Die Leistung des Wagens läge dann bei 245 PS und er würde sich dementsprechend auch fahren lassen. Er entspricht ganz dem europäischen Wunsch nach großen Kombis und erinnert tatsächlich an eine alte Peter Schreier-Studie, den Audi A8 Avantissimo. Nun scheint die Zeit reif zu sein und große Kombis mit eleganten Details wie Lufteinlässen oder sportlichen Diffusoren treffen genau den Zeitgeist. Besonders, wenn sie erschwinglich sind. Beim Optima bietet der Hersteller sowohl Benzin als auch Diesel sowie einen Hybridantrieb an. Bei einem leichten Übergewicht in den Zulassungszahlen beim Selbstzünder in den vergangenen Jahren lag es nahe, sich mit dieser Variante näher zu beschäftigen. Allerdings bestellen die Kunden auch zu mehr als 10% Hybridversionen des Mittelklassewagens. Die 141 PS, die der 1,7 Liter große Vierzylinder bereitstellt, werden von einem Doppelkupplungsgetriebe auf die Räder übertragen, für das Kia 2000 Euro Aufgeld verlangt. Mit 340 Newtonmetern ab 1750 Umdrehungen liegt der Selbstzünder im Mittelfeld der vergleichbaren Antriebe anderer Hersteller. Die mit diesem Potenzial zu bewegende Masse gibt der Hersteller mit 1660 Kilo an. Wer einen Blick in den Motorraum wirft, stellt zufrieden fest, dass Gasdruckfedern die Haube halten. Ein Detail, auf das aus Kostengründen anderswo gern verzichtet wird. Das Gepäckraumangebot im Heck ist üppig. 552 bis 1686 Liter, wenn die Rücksitzlehnen umgeklappt werden, sind nutzbar. Die Ladetiefe misst fast 1,90 Meter und die Ladekante ist mit 60 cm erfreulich niedrig. Das Cockpit wirkt aufgeräumt, die verwendeten Materialien hochwertig. Alles ist sauber verarbeitet und so kann Kia selbstbewusst gegen die Platzhirsche antreten. Auch der Geräuschkomfort ist sehr ordentlich. Bei 100 Kilometern pro Stunde wurden im Innenraum lediglich 67 Dezibel gemessen. Die Kontrastnähte an Sitzen, Lenkradkranz und dem Schalthebelbalk sind Bestandteil der GT-Linie und bringen ein bisschen sportliches Flair in den Innenraum. Beim Rangieren freut man sich über die gute Sicht nach hinten und für den Fall, dass man 990 Euro für das Panorama-Glasdach übrig hat, auch über den hellen Innenraum. Das Fahrzeug fährt sich gut. Allerdings, und das ist fast immer so, wünscht sich der Fahrer stets mehr Leistung. Dafür gibt es ja wie gesagt die große GT-Version. Somit ist auch klar, dass Kia auch eine günstige Alternative anbieten will, denn oft zählt die Optik mehr als die reinen Fahrleistungen, die als Familientaxi ohnehin vernachlässigbar sind. Mit schon 39.090 Euro ist der Kunde dabei und bekommt ein gut verarbeitetes, sehr zeitgemäßes, großes und sportlich ausschauendes Modell.
Für mehr Leistung kann er ja dann noch einige Euros nachschießen, wenn ihm das denn wichtig ist.